So, Hallöchen, herzlich willkommen. Mein Haushalt hat keine Nahrung. Köhlerei durch Feuer zerstört. Was? Köhlerei durch Feuer zerstört? Wo denn? Hier ist eine Köhlerei durch Feuer zerstört worden. Schaden beheben. Okay, Schaden beheben. Ja, es geht weiter mit Kingdoms and Castles. Hier ist unser Castle. Und unser Kingdom hier, Galidor, ist am Wachsen und Gedeihen. Gleich kommt der Drache, den wir aktuell noch nicht bekämpfen können. Dafür fehlt uns noch ein bisschen Sache. So, wir können jetzt hier Bogenschützen ausbilden. Hat keinen Zugang zu. So weit weg oder nicht verfügbar. Nicht voll besetzt. Okay, wir brauchen auf jeden Fall ein Lager. Ein Lager, wo wir Sachen rein tun. Und ich würde, wenn ich jetzt hier noch so mache, brauche ich von dieser Seite Wegeingänge. Also wir machen so. So, das gibt uns die Möglichkeit, hier noch Sachen hinzubauen. Wir brauchen ein Lager. Und zwar bauen wir gleich ein ganz großes Lager. Alles andere macht keinen Sinn. Brauchen wir ein großes. Brauchen wir 15 Steine für. Das werden wir gleich machen. Wir werden hier, also ich werde hier zwei Stück reinbauen. Hier und hier. Eins für Waffen, eins für Werkzeuge. Achso, ich muss noch auf Play drücken. Ich habe total vergessen. So, was habe ich jetzt gesagt, wofür brauchen wir? 15 Steine. Und Steine sind, glaube ich, am Machen, ne? Ich glaube ja, aktuell nur, weil wir sie verbrauchen. Ja, 14, 16. Gut, okay, ja, wir bauen hier ein großes Lager rein. Schade, dass man es nicht spiegeln kann, ne? Dann könnte man das so und das andere daneben. Ich mache mal so. So. Okay, gut. Zwei riesengroße, fette, mega krasse Lager kommen hier hin. So, der Drache dürfte gleich da sein. Wir haben jetzt 143 Leute. Wie sieht es mit den Berufen aus? Wir kommen jetzt bis Steinbruch, bis Holzfäller. Ohne die Bauern. Und die Bauern lassen wir jetzt erstmal aus eine Weile. Weil Nahrung ist aktuell super. Wir haben mal die Obstplantagen. Obwohl ohne die Bauern keine Schweine, ne? Ohne Schweine kein Fleisch. Aber die Fischerei läuft jetzt langsam. Fische ist am Machen. Wir machen hier, das war sowieso der Plan, Nahrungsspeicher. So, zwei Nahrungsspeicher. Zwei Nahrungsspeicher hin. Dann können die Fische nämlich, können die direkt hier die Fische hier hin tun.
Der Drache wurde gesichtet. Dann gucken wir mal, wo kommt er denn? Da kommt der Drache. Den können wir aktuell noch nicht bekämpfen, da wir noch nicht unsere Türme und Krams haben. Aber ich glaube, der macht aktuell auch noch nicht wirklich was. Und bis jetzt ist er nur rumgeflogen und hat uns eigentlich in Ruhe gelassen. Mal gucken, ob er das auch weiter tut. Aber ich denke, irgendwann wird er anfangen, irgendwie uns die Bude abzufackeln. Da müssen wir was dagegen tun. So, da kommt er. Gucken wir mal. Was machst du jetzt, Drache? Da kommt er. Wir werden uns demnächst mal besprechen. So, er guckt. Und er fängt Feuerspucken. So, bitte löschen, Leute. Bitte löschen. Löschen, löschen, löschen. Okay, er fackelt ordentlich was ab. Kriegt ihr das alles gelöscht? Ich hoffe. Ne, da ist was kaputt gegangen. Und der Drache zieht wieder weg. Okay, es ist, er hat ein bisschen was erwischt. Was ist das hier gewesen? Das war, glaube ich, ein Weizenfeld. Okay, wieder aufbauen. 3 Holz. Das tut uns jetzt nicht wirklich in irgendeiner Art und Weise weh. So, das sind die beiden Lager. Ich hätte hier gerne... Ich weiß jetzt ein bisschen dreist, so riesengroße Lager, aber ich hätte gerne wirklich nur einmal Waffen und hier hätte ich gerne einfach nur Werkzeuge. Ja. Die werden momentan halt jetzt noch nicht genutzt werden, weil wir einfach... Ja. Weil die Schmiede noch nicht läuft, ne? Produziert momentan in Betrieb. Verbraucht. Hat keinen Zugang zu... Holz, Kohle, zu weit weg, nicht verfügbar. Hat keinen Zugang zu Eisen, zu weit weg oder nicht verfügbar. Holzkohle ist doch hier, genau nebenan. Kein Zugang. Wieso denn nicht? Nicht voll besetzt. Zugang zur Holzkrone. Köhlerei. Aufbauen. Also ich habe den Holzfäller, der soll Kohle machen, die soll hier gelagert werden. Holzkohle und... Eisen soll hier gelagert werden. Das ist alles korrekt. Nicht genügend Arbeiter. Also praktisch, jetzt holt er die Holzkohle von hier hinten. Okay. Der Weg ist halt übelst weit, ne? Wollen wir mal investieren? Wir investieren mal in Straßen. Ich bin gerade voll im Straßeninvestiermodus. Eine Straße hier lang. Hier wird viel gelaufen. Bis da. Und hier muss gelaufen werden. So. Investieren wir mal unser ganzes Steuergeld. So, warum
Nicht genügend Gold, um die Ärzte zu bezahlen. Oh, jetzt habe ich alles Gold ausgegeben. Ups. Dead. Okay. Okay, wir Steuereintreiben ja gleich wieder neu. Aber ich glaube, das war eine Investition, die ganz gut sein wird. Zügigeres Laufen für die Leute. Praktisch Sprintmodus. Aber hier wird auch ganz viel gelatscht. Vielleicht sollte ich hier auch noch ein... So, hier wird auch ganz viel gelaufen. Wir müssen erstmal wieder Geld verdienen jetzt, ne? Lassen wir sie erstmal kurz machen. Okay, die Wege sind fast fertig. Das geht echt zügig voran hier mit uns. So. Die Tavernen sind überfüllt. Errichte weitere. Okay, ja, das kriegen wir hin. Taverne, warte mal, wo war das hier? Die Taverne ist überfüllt. Ha! Wenn das alles problematisch... Guck mal, hier vorne... Hier wusste ich doch eh noch nicht, was ich hier machen soll. Hier machen wir noch eine Taverne hin. So, hier kommt noch eine Taverne hin. Zack, Taverne überfüllt. Durchschnittliche Zufriedenheit. Weizen und Brot fehlt. Ja, wir müssen die Bauern wieder einschalten. Nützt nichts. Weizen und Brot. Bauern. Wo seid ihr? Hier. So, das heißt, hier unten gehen wieder die Dingens weg. Steuereintreiber ist wieder weg. Hei. Jetzt nur Brot. Da müssen wir mehr Wohnhäuser wieder ersetzen. So, dann setze ich so einen hier hin. Dann machen wir... Ja, direkter Zugang. Wichtig. Direkter Zugang macht Bonus. Bonus ist wichtig. So, dann würde ich hier erstmal... Nee, wir setzen hier noch so ein Haus hin. Mit Eingang in diese Richtung. Ah, shit, falsche Taste. So, nochmal die Taste. So. Und dann machen wir hier erstmal einen Weg rum. Genau. Dass wir dann auch mal hier so einen Weg hier durch haben. Ich glaube, das kommt ganz gut. Das gefällt mir. Und dann haben wir erstmal wieder ein paar mehr Häuserlis. Gute Gesundheit. Ein Untertan hat... Pimps sind an Pest gestorben? Was? Eine Pest zieht über das Land. Okay, wir haben das Krankenhaus aber stehen. Hat das eine Reichweite? Nee. Niemand arbeitet in diesem Krankenhaus. Ach du Scheiße, oder? Krankenhaus. Wo ist das Krankenhaus? Klerus? Ist Klerus Krankenhaus? Markthändler. Hier, weiter runter. So, Klerus. Immer noch nicht. Lagerarbeiter, Köhle, Gesundheitsschweine, Industrie.
Kleros, Gesundheit ist wichtig. Hä? Kleros habe ich jetzt ganz nach oben gemacht. Oh, die Wikinger sind da. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Total verpeilt. Okay, die machen ganz schön übel Stress hier, die Wikingers. Die Wikingerboote. Löschen, löschen, Leute, löschen. Ja, gelöscht. Die sind direkt am Hafen angedockt. Und jetzt hauen sie wieder ab. Okay, das war... Geschichten über unsere misslungenen Verteidigungsversuche gegen die Wikinger haben alle Besucher vertrieben. Okay, ja, verständlich. Daran werden wir arbeiten. Ich werde mich bemühen. Es ist ja auch schon in Planung hier. Sehr fruchtbares Land, da knallen wir eine Mauer drauf. Mir doch egal. So. Dann haben wir auf jeden Fall hier schon mal eine Mauer lang gezogen. Die Wikinger kommen einfach durchs Tor. Wir werden hier Verteidigung auf jeden Fall aufbauen. Das kostet erstmal Unmengen an Stein. So, hier wird Stein geschleppt. En masse. En masse. Alter Falter. Jetzt geht's ab hier, Leute. Die Armada. Die Wusel-Armada. Die Wikinger greifen an. Sind die immer noch nicht weg? Okay, gut. Hier wird Holz gebracht. Steine sind alle. Steinbruch. Hier oben müsste noch ein Steinbruchlager. Ne, das ist das Steinbruchlager, ne? Das ist das allgemeine Lager. Ein allgemeines Lager zur Lagerung von Sachen. Okay. Ich wollte noch gucken, ob das kann ich jetzt gerade nicht, weil wir keinen Stein haben. Ist okay. Wir warten noch einen kurzen Moment wegen Steine. Ich wollte mal gucken, ob wir die wirklich auf die Grün bauen müssen hier oder ob sowas hier reicht. Und 10 Steine. Baut keiner Steine ab. Scheint so. So, Steinbrucharbeiter 5. Hier sind Tote. Friedhofswerte.
Militärausbildung. Friedhofswärter 3. Ich werde mal den Friedhofswärter nach oben stellen. Müssen hier zwar durchs Wasser laufen, aber das ist okay. Das können wir vielleicht später nochmal ändern. Aber die Leichen müssen noch weg. Jetzt habt ihr zwei Leichen weggebracht, das war's. Und der Rest? Okay, ja, ne, denn. Das wird ja ab nach unten. Steinbrucharbeiter, Fischerei. 27 Mann arbeiten in der Fischerei. Das Haus ist verkehrt rum. Abreißen. So rum. Ein gigantischer Stapel Fische. So, wir müssen Steinmetzen auf jeden Fall. Aber wir haben halt nur die zwei. Und hier hinten ist noch einer, da kommen wir mal nicht ran. Obwohl. Kommen wir auch ran, wenn ich das will, kommen wir hier auch ran. Nee, dafür brauchen wir Werkzeug. Nee, kommen wir nicht. Shit, okay, kommen wir nicht ran. Da brauchen wir dieses hier Felsenwegspringzeug. Hier gibt es auch keine weiteren Steine weiter im Bereich. Das ist das Eisen. So, hier ganz hinten noch. Ciao. Weiß nicht, da müsste ich Brücke bauen, ne? Brücke bauen. Wo war Brücke bauen? Wo war denn Brücke bauen? Hier war Brücke bauen. Aber Brücke bauen geht nur gerade in eine Richtung, ne? Zugbrücke. Diese Brücken lassen befreundete Schiffe passieren. Okay. Transportschiff. Befördert Ressourcen zwischen euren Häfen. Fügt Häfen als Ziele hinzu. Okay, da muss ich Hafen bauen. Lagert Waren für Import, Export. Okay. Ah. Hier kommen ja neue Sachen in Gedanken. Häfen. Hafen. Häfen. Hafen. Fünf Steine. Hafen. Von hier greifen die halt die ganze Zeit an, ne? Trotzdem, wir bauen hier mal einen Hafen hin. Ich finde den Gedanken gut, ich will einfach einen Hafen haben, fertig, so. Okay. Dann wollte ich den Graben, wollte ich mal ausprobieren. Wo ist Graben gewesen? Hier, Graben. Oder einfach eine zweite Mauer noch ziehen. Komm, wir machen mal Graben. Graben kostet... Ach du Scheiße, 50 Gold. Warum sagt denn keiner was?
Das war eine übelst teure Fehlinvestition gerade. Verdammte Axt. Okay, Hafen. Da brauche ich hier doch auf jeden Fall einen Wasserlösch irgendwas. Dafür brauchen wir 10 Steine. Ah, hier will ich auf jeden Fall noch so ein Löschding haben. Und dann könnten wir hier noch ein großes Lager hinbauen. Obwohl es eigentlich Schwachsinn ist, ne? Lager außerhalb zu bauen. Aber auf jeden Fall ein Brunnen für 10 Steine. Was bringt uns der Hafen eigentlich? Wir werden das gleich begutachten. Also mit dem Hafen kann ich zwischen verschiedenen Inseln hin und her fahren. Genau, das war's. Dann könnte ich hier Eisen abbauen. So, 7 Steine. Bringt noch 21 Holz. Ja, ich weiß. Wir werden uns um mehr Steine bemühen, Leute. Ich weiß. 11 Steine. Aber die Mauer kostet halt übelst viel Zeug. Und ich möchte gerne hier oben mindestens einen Bogenschützenturm haben. Gesundheit. Okay, 92. Das sieht echt gut aus von der Gesundheit, aber das hier, die Zufriedenheit, ist echt mies. Wir müssen die Überfälle besser organisiert kriegen. So, ich wollte auf jeden Fall noch einen Brunnen setzen. Den setzen wir hier hin. Dann will ich noch einen Brunnen setzen. Den machen wir... eigentlich hier, ne? Oder hier. Ich setze den Brunnen erstmal hier hin. Gut. So, dann machen wir mal eine Straße. Achso, dann wollte ich ja gucken wegen Schweinezucht. Okay, also es muss nicht auf grüner Fläche gebaut werden, so wie ich hier dachte. Also es kann halt auch hier gebaut werden. So, die Idee wäre jetzt, also ich setze einen hier hin. Jetzt muss ich erstmal, mach das mal bitte aus. Wenn ich einen hier hinsetze. Das finde ich aber doof. Das sind noch grüne Flächen, ne? Es macht schon Sinn, hier die Straße noch lang zu führen. Aber ich mache halt so. Ich verzichte auf die grünen Flächen, ist egal. So, wir machen jetzt. Achso, da dann. Dann lasse ich die grünen Flächen hier. Leg
so machen. Ich weiß nicht, ich bin nicht zufrieden mit der Idee an sich. Ich könnte so machen. Ich müsste es so machen. Weiß nicht, ich lasse das erstmal noch frei. Also wahrscheinlich mache ich einfach so und so. Ich mache es jetzt einfach. Ich mache jetzt so und so. Und den reiße ich dann wieder weg. Ja, ein Metzger, kleiner Marktmarkt, stimmt. Nahrungsspeicher. So, ich weiß nämlich nicht, wenn ich jetzt hier die Stufen hochbaue. Wie hoch muss ich die bauen, damit das hier alles funktioniert? Nein. Was mache ich denn? Hier drauf sollst du den setzen. Da drauf. So, okay, gut. Das lassen wir jetzt erstmal kurz machen. So, das sieht so ganz nett aus, als wenn das hier so rangebaut wäre. Das hier ist auch ganz nice. Ich könnte. Wo ist denn hier der Eingang von dem Gebäude? Also auf jeden Fall nicht auf dieser Seite. Da mal. Das Auge spielt mit, ne? So, weg damit, weg damit, weg. Das Auge spielt mit. Es tut mir furchtbar leid, Leute, aber. Das Auge spielt einfach mit. So.
Zack. Es nützt ja alles nichts. So, dann kommt hier noch eine Windmühle hin. Aber mit Wind dran in diese Richtung und dann passt das. Das sieht dann schmuggefuck aus. So, und dann machen wir, reißen wir den wieder weg und dann machen wir hier hin. Hier können wir Essen hinbauen noch. Muss mal gucken. Finanziell könnten wir ja dann auch noch so machen. Wir könnten auch. Das sind auch grüne Felder, ne? Ne, das lassen wir, glaube ich, so. Ich bin auch unschlüssig, aber. Das wären 9. Und hier, das wären auch 9. Dann wäre nur diese eine hier nicht. Oder 4, 4, 4, 4. Hier könnten 4 große Apfelplantagen rein. Dann müssten wir hier hinten Licht machen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie wir das machen. Gehe ich jetzt noch einen höher? Oder lasse ich das auf der Höhe? Ich finde die Höhe eigentlich schon ganz nice. Und noch ein höher. Das bauen wir auf dieser Höhe, würde ich sagen. Man stand ja, desto höher, desto schlechter einzunehmen. So, wir haben auf jeden Fall den. Was können wir denn hier machen? Momentan gewünscht. Erlaubt fremden Händlern, die Häfen zu benutzen. Gewünscht? Ach, hier kann ich schreiben, was ich haben will oder was? Lagert Waren für Import und Export durch Handelsschiff. Ermöglicht das Andocken fremder Handelsschiffe. Momentan vorhanden. Gewünscht 0. Was bedeutet das? Ich hau das weg. Was bedeutet das? Ich habe keine Ahnung, was das hier bedeutet. Heißt das, die bringen das oder die... Das ist leider Gottes nicht erklärt. Lagert Waren für Import und Export durch Handelsschiffe. Momentan, also, wir haben zu viel Obst, richtig? Was machen wir denn jetzt hier? Bringen wir, wir holen Fisch raus. Das lagert, gelagerte Ressourcen. Die kommen und nehmen Fisch. Sie nehmen Fisch. Wird hier aber nicht angezeigt, der Fisch. 0 von 50. 48. Jetzt bringt der Fisch rein. 5. Schwerhändler. Also ich denke mal,
Klickt, um die Ressource nur für den Export anzubieten. Arbeiter werden nicht benutzen. Achso, nur für den Export. Obst für den Export. Ohne 5 ist auch 0. Wir lassen das mal so. Okay. Jetzt wollte ich noch eine Windmühle bauen. Windmühle. So. Naja, zumindest die zwei Felder. So, ja. Zwei Arbeiter sitzen da drin. Dann ist das auch ziemlich. Naja. Nee. Oder? Wie viel besser macht denn das, die Windmühle? Verbessert die Produktion umliegender Felder. Aber wie viel verbessert wird, sagt er nicht, ne? So, Metzger. Keine Werkzeuge für Zubereitung. Okay. Wir müssen das hier am Laufen kriegen. Benötigt Personal. So, jetzt 183 Leute. Aber die Zufriedenheit ist recht gesehen. Kürzlich Verstorbene konnten respektvoll beerdigt werden. Das senkt die Zufriedenheit. Friedhofswerte. Fischerei machen wir jetzt mal aus. Friedhofswärter, geht sein Gang, Köhlerei, Lage, Gastwirte, Minenarbeiter, wir haben echt zu wenig Leute, wir brauchen mehr Personal. Wir haben halt 31 auf Bauern, ne? Ich mach mal die Bauern raus momentan. Wie sieht's denn aus mit Essen? Ja, 400 Getreide, passt. So, ich hau jetzt mal die Bauern raus, jetzt müssen die fleißig sein. Fleißig, fleißig, fleißig. Und dann schauen wir mal. Guck mal, jetzt wird auch der respektvoll beerdigt. Das heißt, die Meinung steigt. Einer fehlt noch. Der muss weggelinkst werden. So. Okay. Ja. Oh, ein Händler. Was machen wir denn hier? Kaufmenge, 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 Verkauf, also kaufen. Kaufen tun wir das hier. Preis 5, Menge 18, kostet 90, ist okay. Das ist Eisen. Verkaufen tun wir Obst. Stück 2 machen wir 48. Abschließen. So. Okay, gut. Geht noch mehr, sagst du?
18 kaufen, gesamt 90. Zack. So, verkaufen. Obst will er nicht mehr. Verkaufen. Preis 1, Kaufmenge 0. Abschließen. Okay, so, jetzt haben wir auf jeden Fall hier. Auf zu wackeln. Werkzeuge. Sehr schön. Mit den Werkzeugen können wir Bogenschützen ausbilden. Ne, das sind doch. Passt. Gut, die versuchen das zu sammeln. Das lassen wir mal so. So, dann hätte ich gerne. So. Dann war hier, wo war denn hier Fundament? Felsenentfernung. Pier. Ihr seht eine Insel an, um das Gebäude zu errichten. Achso, muss ich so machen. Kostet 10 Gold. Könnte also. Pier. Oh, der Drache kommt. Da kommt der Drache. Der Drache ist da. Oh, wir müssen die Folge beenden. So, warte, Pause. Drache. Was der Drache macht, gucken wir uns in der nächsten Folge an. Wenn es euch bis hier gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen. Und kommentiert. So sieht es momentan aus in Galidor. Mit dem Drachen, der hier gerade auftaucht. Wir bauen jetzt weiter an der Festung. Und ich werde dann hier so nach und nach, werde ich das hier alles einmauern, komplett, und dann beschützen, hoffentlich. Ja, lasst gerne Kommentare da, abonniert, glockt, was auch immer. Ihr wisst ja Bescheid, wie das alles funktioniert. Bis zum nächsten Mal, euer Xabotchen. Reingehauen. Tschüss.